Hallo zusammen und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, in den letzten Videos stand hier immer mal wieder die 64er Schwalbe und ich habe in letzter Zeit einfach mal hier so ein paar Sachen wieder dran korrigiert, neu dran geschraubt und ich will euch einfach mal auf den Stand der Dinge bringen, denn im Prinzip stand diese Schwalbe in den letzten zwei Jahren sehr viel rum. Ich habe sie einfach mal aus der Garage wieder hervorgeholt, in die Werkstatt gebracht und Freunde, es gibt eine ganze Menge zu tun. Aber dazu gleich mehr, es geht schließlich das Gerücht rum, ich hätte die 64er Schwalbe schon verkauft. So ein Blödsinn. Viel Spaß! Die erste Sache können wir gleich hier aus dem Sitzen erledigen, denn ihr seht es vielleicht schon, hier vorne fehlt der Nabendeckel. Und das nicht ohne Grund, denn die Experten wissen natürlich, dass die 64er Schwalbe nicht den normalen runden Deckel hatte, sondern den mit der Rille. Genau der hier. Und an dieser Stelle erstmal ganz liebe Grüße an die Jungs, die mich letztes Jahr auf der Ultima getroffen haben und die mir diesen Deckel einfach so mal eben in die Hand gedrückt haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals, beziehungsweise bin es auch eigentlich heute noch, immer zu geizig, 100 Euro für dieses kleine Bauteil auszugeben. Und dann kommt ihr einfach daher und sagt, hey komm, das ist für ein cooles Projekt, wir geben dir den Deckel einfach mit. Also an dieser Stelle vielen lieben Dank dafür, den hier werde ich gleich voller Stolz hier vorne verbauen. Und dann gucken wir mal, was an der 64er Schwalbe heute noch so gefixt werden muss. Die nächste kleine Sache ist ebenfalls hier vorne und die ist mir damals bei der Montage vor zwei Jahren gar nicht so richtig aufgefallen, sondern erst später beim Rangieren in der Garage. Und zwar, schaut mal her, nach hier hin haben wir einen Lenkanschlag drin und zu dieser Seite, naja, da haben wir erstmal so einen minimalen Widerstand, bevor man dann eigentlich ohne Kraftaufwand weiterlenken kann. Das darf so nicht sein, auf gar keinen Fall. Da wird vorne die Blechnase am Schwingenträger bzw. dann hier vorne verbogen sein und die biegen wir gleich einfach zurück, da kenne ich nichts. Diese beiden Anschläge müssen sich beim Lenken eigentlich gegenüberstehen, tun sie aber nicht, sondern sie reiben aneinander vorbei. Und jetzt ist natürlich die wichtige Frage, was könnte man eher verkraften, wenn die Blechnase am Schwingenträger dabei drauf geht oder aber am Rahmen? Und die Antwort ist eindeutig, natürlich die am Schwingenträger und deshalb werden wir die innere Blechnase gleich ein Stück nach außen biegen, in der Hoffnung, dass sie das abkann. Dann habe ich hier in letzter Zeit noch eine Krümmermutter aus Aluminium ergattern können. Die hat im Vergleich zu den originalen Krümmermuttern eine etwas andere Form, hat zum Beispiel oben diesen kleinen Absatz nicht. Und die ist natürlich vom Material her etwas leichter und weicher, was eigentlich nicht von Vorteil ist, weil wie die meisten Krümmermuttern aus Aluminium sehen die einfach schon ziemlich abgenutzt aus. Also man sieht hier, dass der Vorbesitzer ein paar Mal mit dem Hakenschlüssel abgerutscht ist, was aber nicht weiter schlimm ist. Also ich versuche die jetzt trotzdem einfach mal sauber zu bekommen, hier mit der Feile durchzugehen und dann verbauen wir die einfach. Als nächstes habe ich hier den Seitendeckel mit diesen klemmbaren Lüftungsschlitzen, also das ganz alte Design, wenn man so will. Allerdings, man hört es schon, sind die hier sehr locker, das werden wir gleich nochmal ein bisschen nachbiegen. Und außerdem ist hier der Tachoantrieb defekt. Die zwei Sachen beheben wir eben und dann verbauen wir den Seitendeckel. Thank you.
Weiter geht's, und zwar mit dem Armaturenblech in der originalen Form, also in der frühen Form, hier mit einer etwas größeren Aussparung für die Baudenzüge und vor allem mit den großen zwei Löchern hier unten, wo wir dann später die Hebel, diese kleinen Plastikhebel, einsetzen können für die Baudenzugbetätigung vom Tupfer und von der Lüfterklappe. Für diejenigen, denen das jetzt gar nichts sagt, das gehört eigentlich an den alten NKJ-Vergaser, der mir aber momentan erstens viel zu teuer ist und zweitens auch noch unzuverlässig dazu. Deshalb bleibt es hier technisch erstmal bei dem BVF, aber zumindest optisch können wir es so aussehen lassen, als sei die 64er Schwalbe von außen original. Und genau an dieser Stelle brauche ich mal wieder eure Unterstützung, denn ich kann mir hier kein Bild davon machen, wie das genau auszusehen hat. Denn es gibt im Internet eine Aufnahme bzw. ein Foto, was zeigt, dass man hier noch so eine Art Gegenhalter schraubt. Man sieht aber auf dem Foto nicht genau, wie das auszusehen hat. Das hat so ein bisschen die Form oder die Ähnlichkeit von dieser Gegenmutter, die man normalerweise hier oben am Baudenzug am Lenker mit dran schraubt. Davon habe ich jetzt erstmal zwei genommen, die sehen optisch so ähnlich aus. Jetzt würde mich aber vor allem mal interessieren, was genau das sein soll. Ob es das Bauteil noch gibt, wahrscheinlich nicht. Und falls ihr habt, könnt ihr mir auch gerne mal ein Foto davon schießen, wenn ihr selber eine 64er Schwalbe habt. Bei dem letzten Video zur 64er Schwalbe, was vor ein paar Jahren kam, habe ich gesagt, dass ich ein wenig unzufrieden mit der Handschaltung bin. Und das lag damals vor allem daran, dass hier oben die Niete nicht richtig fest waren und dass das Ganze nicht mit Druck geschaltet werden konnte. Mittlerweile funktioniert das Ganze etwas besser, die Gänge lassen sich problemlos einlegen. Allerdings bin ich immer noch nicht hundertprozentig zufrieden. Gerade beim Hochschalten ist das Ganze doch manchmal ein bisschen hakelig, trotz dass hier mittlerweile alles eingestellt ist. Da interessiert mich mal eure Erfahrung, Handschaltung, vielleicht ist man da auch einfach Besseres von der Fußschaltung gewohnt. Schreibt es mir gerne, wie gesagt, mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen mit der Handschaltung sind. Das war es soweit erstmal zu diesem Video. Mir war es einfach mal wichtig, euch auf den Stand der Dinge zu bringen. Mehr Originalteile habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht, die ich hier an der Schwalbe noch verbauen könnte. Und die 64er Schwalbe wird jetzt wieder, wie beim letzten Mal auch, genauso eingemottet und konserviert, sodass ich sie jederzeit, wenn ich irgendwo neue Schnäppchen schlage, auch wieder nachrüsten kann. Wie gesagt, ich wollte euch einfach mal beweisen, dass die 64er Schwalbe noch nicht verkauft wurde und auch nach wie vor nicht verkauft wird. Zu einer Sache will ich hier zum Schluss nochmal kurz meinen Senf geben. Und zwar werde ich wirklich oft gefragt, wie viel Geld denn jetzt in diesem Neuaufbau steckt. Und dazu erstmal, also wenn ich jetzt hier rückblickend auf die Restaurierung der 64er Schwalbe schaue, muss ich sagen, dass ich nicht ganz so zufrieden bin. Allein schon deshalb, weil ich das Ganze als Neuaufbau gestaltet habe und nicht als Originalfahrzeug. Es war bei diesem Fahrzeug nicht anders möglich, das Ding war ein Wrack. Und deswegen gleich der Ratschlag an euch, wenn ihr euch so eine alte Schwalbe kauft, also aus den ersten Baujahren, seht zu, dass ihr sie möglichst original bekommt. Das erspart euch eine ganze Menge Ärger. Es sieht original auch wesentlich netter aus, beziehungsweise der Reiz bei der 64er Schwalbe ist ja eigentlich, möglichst alles original hinzubekommen. Das hier ist ja jetzt, wie gesagt, ein Neuaufbau geworden. Neue Lackierung, alles neu. Und auch die Replikateile, wie zum Beispiel hier diese Ochsenaugen, sind nur eine Übergangslösung. Nichtsdestotrotz sind auch diese schon teurer als die normalen Nachbauteile. Und so schlägt das Ganze immer mehr ins Geld. Man gibt hier nochmal einen Schein aus, da nochmal ein bisschen Geld, um wieder ein Ersatzteil zu bekommen. Der Sitzbankbezug und all solche kleinen Sachen, die eben nicht in so großer Stückzahl produziert werden, die es trotzdem als Nachbauteile gibt, sind eben dementsprechend etwas teurer. Also um das Ganze zu einem Schluss zu bringen, hier stecken ungefähr 4000 Euro momentan drin, was aber unter anderem auch daran liegt, dass hier zum Teil jetzt wirklich Geld reingesteckt wurde, um den Schriftzug zu vergolden, ebenso Kleinigkeiten, die das Ganze dann doch besonders machen. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich werde jetzt die Schwalbe, wie gesagt, wieder einmotten und wenn ich wieder genug zusammen habe, geht's mit dem Projekt weiter, Stück für Stück. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.